Ich möchte im Namen der Bundeskanzlerin erneut den Einsatz von brutaler Gewalt gegen friedlich demonstrierende Menschen, wie wir es in diesen Tagen immer wieder dort erleben müssen, scharf verurteilen. Die Bundeskanzlerin verurteilt insbesondere, dass Tausende wegen der bloßen Teilnahme an friedlichen Protesten inhaftiert wurden. Sie ist erschüttert über Berichte, wonach Inhaftierte misshandelt wurden. Das wird sicherlich so sein. Ich kann Ihnen jetzt noch keine Details geben. Belarus muss die Menschen bedingungslos und unverzüglich freilassen und ihre Rechte auf Versammlungs-, Meinungs- und Informationsfreiheit wahren. Das alles spiegelt die Unzufriedenheit, die Wut, auch die Verzweiflung vieler Bürgerinnen und Bürger von Belarus über die herrschenden Verhältnisse wider. Die Bundesregierung steht an der Seite aller Menschen, die friedlich ihren Willen artikulieren, wie es in einer Demokratie das Recht eines jeden Menschen ist. Dass dieses fundamentale Recht in Belarus mit Füßen getreten wird, ist, ich wiederhole, vollkommen inakzeptabel. Noch einmal die Frage der Einladung. Natürlich ist es klar, dass wenn ein Treffen im Kanzleramt